Moinsens, meine Freunde, hier ist wieder euer Cole und ich begrüße euch zum 19. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison. Es ist das Topspiel. Der Tabellenfünfte empfängt den Tabellensechsten. Ich bin zu Gast mit den Wölfen bei den Königsblauen, den Tabellenfünften, in der Felddienst-Arena. Und ich bin mal gespannt. Für die Schalker lief es ja im letzten Spieltag richtig gut. Sie haben die Hamburger rund gemacht, wobei das momentan bei der Hamburger Leistung auch keine Kunst ist. Haben 3:0 gewonnen. Und die Wolfsburger, legen erstmal los. Und die Wolfsburger haben mit ihrem teuren Wintertransfer Kevin De Bruyne oder De Bruyne, ihr könnt es auch in die Kommentare schreiben, wie man es richtig ausspricht. Der Junge ist Belgier. Er kam vom FC Chelsea für schlappe 17 Millionen, haben es versaut, haben zu Hause 1:3 im Niedersachsen-Derby gegen die Hannoveraner verloren. Und das ist schon ein bisschen bitter. Jetzt müssen sie doch zeigen, was sie können, um oben dran zu bleiben, um international zu spielen. Das hatten sie lange nicht mehr, die Wölfe. Ich bin mal gespannt. Und Schalke, haben wie gewohnt eigentlich Probleme, aber im letzten Spieltag konnten sie gewinnen. Was heißt noch lange nicht, dass Jens Keller sicher ist. Also er ist immer noch Persona non grata, würde ich mal sagen. Und ich bin mal gespannt, wie die Schalker sich zeigen gegen die Wölfe und ob die Wölfe jetzt mal zeigen, dass sie nicht umsonst vorne sind. Ich bin hier am Stealth-Bombern. Ich bin natürlich auf Konter, weil Schalke wird offensiv spielen. Da läuft De Bruyne schon. Leute, es tut mir leid, dass momentan nur das Kurakel kommt. Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, auch mal Ultimate Team aufzunehmen, denn ich bin gerade so ein bisschen im Prüfungsstress. Und da habe ich nicht so viel Zeit. Und da ist das Türchen. Ivica Saulic. Dritte Minute 1:0. Frühes Tor. Wie gewohnt, gut rausgespielt, geflankt und Ulrich ist dann mit dem Köpfchen. Und da macht der Torwart nichts. Ich glaube, Hildebrand ist im Tor. Fängt schon mal gut an für die Wölfe. Eine kalte Dusche für die Schalker. Wo war ich? Ich bin gerade so ein bisschen im Prüfungsstress, am Lernen und ich habe mir jetzt extra ein bisschen Zeit genommen, um wenigstens das Kulrake für euch aufzunehmen. Das muss ja sein. Da ist De Bruyne. Was für ein cleverer Pass. De Bruyne läuft sich frei, aber der Ball geht nach außen. Perisic, schade. Die Schalker haben Probleme, also dass man merkt. Die Schalker haben echt Probleme. Und die Wolfsburger liegen los wie die Feuerwehr, also finde ich nicht schlecht. So, ich gucke nochmal schnell. Nicht, dass ich gerade am Lave bin, das Mikro ist gemutet. Das hatte ich auch schon mal. Das wäre jetzt nicht so geil, denn so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht, dass ich da 3-4 Mal die Aufnahme wiederholen könnte. Es läuft ja. Und ich verspreche euch, sobald ich wieder Zeit habe, werde ich noch andere Sachen aufnehmen. Ich habe da vieles in Planung. Meine Steam-Liste hat sich auch gefüllt. Die Sales seien Dank. Und ich habe da schon ein bisschen was geplant. Luis Gustavo. Nur das Umsetzen ist aber ein bisschen schwierig, wenn man nicht so viel Zeit hat. Der gute Trash. Der Trash, der verdient zu viel Cash. Oh Gott. Oh Gott. Schlechte Wortspiele. Das kommt davon, wenn man sich bestimmte YouTuber anguckt, die da so die Karlauer raushauen. Als gäbe es keinen Morgen. Dann gewöhnt man sich sowas an. Leider. Der Pass war gut gedacht, aber die Schalker haben aufgepasst. Die diesjährige Bundesliga-Saison ist jetzt ja nicht so interessant, also zumindest wenn man die Bayern mit einbezieht, denn die konnten auch gestern wieder gewinnen, also ich nehme heute am Donnerstag auf und gestern konnten sie gegen Stuttgart gewinnen mit einem genialen Tor von Thiago, also es sah anfangs gut aus für die Stuttgarter, aber dann kam Pizarro, der Uli und dann noch Thiagos Geistesblitz nach der Flanke von Rafinha und da haben die Bayern wieder gewonnen. Da denkt man sich echt, wer kann bitte die Bayern schlagen? Irgendwie keiner. Selbst wenn es schlecht läuft, gewinnen sie. Und das kann es ja nicht sein. Also das ist wirklich heftig. Nein, kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Schade. Also ich bin mal gespannt,
Wenn es so weiterläuft, wird das Jahr so fortgesetzt wie 2013, wäre natürlich episch. Wenn Bayern auch den nächsten Rekord knackt und die erste Mannschaft dann vielleicht sein wird, die Champions League verteidigt. Das wäre natürlich richtig genial. Würde ich mich natürlich freuen. Da ich nicht flanken lassen. Schalai ist jetzt Gott sei Dank nicht so das Kopfball liest. Nein. Ach nö. Oh Gott. Ja, die Kopfbälle. Rinaldo wehrt schlecht ab. Genau zu verfahren. Ja, da machst du nichts. Ja, wenn der Torwart so scheiße abwehrt. Ah, Rinaldo, du Nulte, ey. Ja, verfahren. Der ist natürlich körperstark und auch noch schnell. Das ist ekelhaft hier in FIFA 14, wenn du sowas hast. Ja, kann sich natürlich durchtanken und ja, nein. Ja, siehst du, guck mal. Erstmal kommst du schon von der Schnelligkeit da nicht hinterher und dann tankt er sich durch. Sowas hasse ich. Nee. Eckbälle kannst du auch schlecht verteidigen. Aber ich habe Gott sei Dank größere Spieler. Diego. Ein guter Pass von Diego auf Olic, aber Olic kommt nicht durch. Ach, schade. Cash. Olic! Nein! Ah, den hält er auch. Nein. Ah, toll. Eine ausgeglichene Partie. Eigentlich mit einem, ja, ein bisschen kleinen Vorteil der Wölfe. Aber das bringt denen ja momentan auch noch nichts. Ja, jetzt habe ich die Chance, um zu flanken, und was passiert? Ja, genau. Mein eigener Spieler rennt mir in die Flanke. So was liebe ich ja. Ah, Gott. Kevin. De Bruyne. Gib mir. Alter Falter. Olic, Mongo. Das gibt es nicht. Sorry, ja. Also. Ich wäre da durchgewiesen, was. Ne, Olic guckt. Wo rennt der lang? Nein, ich renne ihm im Weg. Alter, das müssen sie echt verbessern. FIFA mag ein gutes Spiel sein, aber das, sowas müssen sie unbedingt verbessern. Das geht gar nicht. Die Spielerintelligenz, das ist teilweise echt so hohl. Das ist unfassbar. Nein. War nix. Wollte einen Elfmeter schinden, ja. Ach Gott. Zwei gute Chancen, versaut, weil, ja. Medojevic. Was sagt der Schiedsrichter? Vorteil, sagt er. Macht er gut. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Ja, müssen wir mal so. Das ist es. Nein. Ah, Mist. Und damit ist die Gefahr erstmal gebannt. Ja, wir gucken hier, wo sind meine Anspielstationen. So ein bisschen am Stealth-Bombern. Sauber geklärt. Ach. Oh Gott. Ja, der Bräune. Gut abgelegt. Pfosten. Schade. Gute Idee von De Bruyne und dann abgelegt von, ich glaube, es war Medojevic und Olic mit seinem schwachen Rechten. Ich glaube, da war Hildebrand, das ist glaube ich. Hildebrand war noch dran, ja. Okay. Na gut, das war ein Satz mit X, das war nix. De Bruyne. Luis Costa. Diego. Diego. Mit der Flanke. Schade, schon wieder Ecke. Ja, die Wölfe, die drücken. Wölfe, die drücken richtig. Unsicher wird das Ganze, aber geklärt. De Bruyne, Mist. Ja, super. Oh nein, jetzt kontern die Schalker. Nein. Im eigenen Stadion, ne, doch nicht. 1-1, ja. Die Wölfe drücken, aber konnten, ja, können außer das frühe 1-0 nichts richtig rausholen aus ihrer Überlegenheit. Ärgerlich. Wirklich ärgerlich, man sieht's. Schalke hat deutlich weniger Ballbesitz. Und ja, drei Chancen. Ja, super. Und einen haben sie reingemacht. Ich leite mal wieder an inflationärer Chancenverwertung. Das ist wieder typisch für mich. Das ist immer mein Problem. Ich spiele so viele Chancen raus, aber
bin da so uneffektiv. Ich würde es aber schön machen. Ne? Ich will nicht mal so luschi Kullerbälle machen. Und dann machst du natürlich nichts. Ne? Das ist meistens so, wenn du es schön versuchst, klappt es nicht. Ja, super. Hätte nur wegbolzen sollen. Ja, war zu offensichtlich. Perisic. Alter, wer ist denn da? Nein. Ach, der Höwede. Ja, komm. Das war jetzt aber ein Foul, oder? Nein. De Bruyne, schade. Ah, nee, Fährmann ist im Tor. Okay. Ja, der ist natürlich nicht schlecht. Ja, da liegen sie weiter. Oh Gott, Gustavo, eigentlich machst du doch gute Bälle, aber der war scheiße. Ja, super, jetzt kommen hier die weiten Dinger. Das ist schon Verzweiflungstaten oder was? Nee, auf die weiten Dinger lasse ich mich nicht ein, da habe ich keinen Bock drauf. Also mal sowas. Flügelwechsel ist immer mal erlaubt. Perisic. Na? Mist. Verdammt. Das mit X war nix. Fuchs? Geht raus oder was? Geht Fuchs raus? Sieht so aus, oder? Ja? Wer kommt? Obasi? What the fuck? Aha. Kevin De Bruyne. Bringt sich bisher gut ein, ne? Gut, das war ein Fehlpass von De Bruyne. Das war unschön. Ah, Wolfsburg kann mit dem Unentschieden aber nicht richtig zufrieden sein. Die Pferdelunge Olic. Ja, super. Der kann sich immer drehen und dann laufen. Ey. Nein. Nix. Ja, genau. Der grätscht den Ball natürlich nur so ab, dass er drin bleibt. Ihr wollt mir nur verarschen. Ja, hier, da kannst du durchtanken. Nein. Legt Gott sei Dank nochmal ab. Irgendwie wollen die Schalker alle nicht. Wer will, wer hat noch nicht, oder was? Nein. Och, Tastenspeicherung. Hm, verdammt. Rechtsbefehle. Man kennt's ja. Egal. Ich muss mal hier so ein bisschen wechseln. Das geht mal so gar nicht klar. Arnold für ja. Ich mach mal was ganz Raffiniertes. Ich setz Diego zurück. Und ja, hier. Klose gefällt mir nicht. Und sonst. Olic ist eigentlich auch ganz gut. Olic lasse ich drin, der läuft mir gut. So, jetzt aber ein bisschen mehr Druck. Warte mal. Haben wir hier noch. Ja, wechsel den Team Klose aus, bitte. Danke. Was jetzt? Ist ein Buggy oder was? Ah, ne, Absatzfalle wollte ich jetzt eigentlich nicht. Pressing, genau. Keine Absatzfalle. Nur keine Absatzfalle. Oh Gott. Verfahren hier wieder. Nein. 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 Die Bräune. Ja, das ist die Frage. Läuft mal einer? Da unten ist einer. Olic. Ah, Arnold setzt sich schon mal gut durch. Ja, super. Und die kriegt er natürlich noch. Ja, sicher. Oh Gott. So deute ich die Zeichen des Trainers der Heimmannschaft. Okay, Trash. Mit einer, ja, schlechten Flanke. Super. Ja, oh nein. Nein, nicht Huntela. Nicht der Hunter. Das ist kacke. Der ist eklig. Den mag ich nicht. Dass ich auch durchtanken kann. Und einen schönen Schuss hat. Ich bin schneller, ich bin schneller. Wie schnell ist denn der bitte? What? Nein, 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 nein. Keine Flanke, keine Flanke. Nicht flanken. Bloß nicht flanken. Oh Gott, ja. Nein. Und dann so ein Läpsch-Kuller-Ding, ey. Ich fass es nicht. Boah, Gott. Ja, nee, so schön war er jetzt auch nicht. Na, guck mal, hier sind so cooler Ding. Oh, mein Torwart, der geile Schweizer. Oh, der kommt ein Ball, ich guck hinterher. Ja, super. Toll angefangen, ne?
stark angefangen und stark wieder nachgelassen. Das wird typisch hier. Wenn ich wieder meine Chance nicht nutze, ist wieder der Fußball. Dann wird man da typisch strafen. Und dann kommt so ein ungenaues Ding. So, warte mal, hier Druck erhöhen, so. Alles oder nichts. Ob ich jetzt 1 zu 3 oder. Wenn ich jetzt noch eins fange, verliere ich halt. Ja, pff, genau. Ich spring da irgendwie rein. Am Arsch, Junge. Piss dich. Kommt da vielleicht mal einer? Danke. Ach, Ulitsch, den kannst du besser annehmen. Ob ich jetzt 1 zu 3 verliere oder 2 zu 2 mache, ist jetzt eigentlich auch egal. Oh Gott, ja. Untela. Das gibt es nicht. Diego. Diego kann den Ball behaupten. Gott sei Dank. Und der. Nein! Na oh Gott. Verflucht. Ah. Nein, oh Ronaldo, du bist Brasilianer, du kannst auch ein bisschen vernünftig passen. Ja, geil, jetzt tankt er sich wieder durch, oder? Nein! Arsch. Wow, Ronaldo hält mal ein. Ich bin begeistert. Boah, wie die nicht passen. Da drehst du dich einmal und schon kriegen wir das Passen nicht mehr gegeben. Nein. Leute! Oh. So stark gestartet und dann stärker nachgelassen. Ne? Na, wie sind die alle körperstark oder was? Ja. Und hier kommt die Ballbesitzstatistik. Leute, rennt da vielleicht mal einer. Danke. Luis Gustavo, Luis Gustavo. Gustavo. Wo in den Rücken? Scheiße. So, jetzt wechsle ich aber nochmal. Nein, ich wollte wechseln. Verdammt. So, hau ich mal den Trash raus. Jetzt muss ich hier ein bisschen alles oder nichts stehlen. Dost. Nein, ich wollte noch die Formation ändern. Mit einem Zweiersturm und einer Dreierkette. 3-4-1-2, so genau. Dann noch ein bisschen umändern. Nee, Rodriguez nach Ronaldo in die Mitte. Dost nach vorne. De Bruyne hinter die Spitzen. Diego da so mittig. Perisic so. So, jetzt ein bisschen Druck machen. Christian Trech am Ball. Und es gibt sie doch noch, die letzte Chance, um zum Ausgleich zu kommen. Oh Gott, ja, super. Jetzt steht wohl ein Wechsel bei den Gästen. Ja, super. Nein, jetzt werde ich noch ausgekontert. Okay, zu spät. Ja, geil. Super. Ist das bitter, das frühe 1:0. Stark angefangen, stark rauskombiniert, da sieht man es nochmal. Gut gemacht, schöne Flanke, schönes Tor und ja, dann lässt ein Kopf von mir schlecht aussehen. Eine andere Chance, ja. Ich war eigentlich die bessere Mannschaft. Hat eigentlich die besseren Chancen und da kommt da ein Abpraller, den macht Fafan rein und dann leider noch ja, dieser lächerliche Kullerball, wo mein Torwart gar nicht mal reagiert. Ja, ist ärgerlich. Aber da kannst du nichts machen. Ich tippe aber mal ganz anders. Ich denke, nach dem Sieg gegen Hamburg werden die Schalker sich so ein bisschen sicher fühlen und Wolfsburg muss nach der 1:3-Schlappe was leisten und ich schätze mal, De Bruyne wird jetzt mal zeigen können, dass er doch was kann, dass er seine 17 Millionen wert ist und ich tippe, Wolfsburg gewinnt auf Schalke 2:0 und zieht damit an den Knappen vorbei auf Platz 5. Ich bin auf eure Tipps gespannt. Ich bedanke mich für das Zungen-Fail.
nochmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bin nur auf eure Tipps gespannt. Schreibt sie unten in die Kommentare. Schaltet auch das nächste Mal ein. Ich verabschiede mich wie gewohnt. Nicht vergessen, immer schön unsportlich bleiben, reingehauen, wieder schauen. Tschaußens.